Grüß euch, ich bin's die Magda und ich bin heute einen Tag in Raps unterwegs. Da kommen Sie direkt aus Raps? Nicht direkt, bin aber schon über 40 Jahre in Raps. Wie geht's Ihnen heute? Danke, mir geht's heute blendend. Was trotz Regenwetter, das macht. Ich habe die Sonne im Herzen, deswegen geht's mir immer gut. Raps ist eine lebenswerte Stadt, ja. Was gefällt Ihnen so hier? Frei von Stress und Hektik, außer zeitweise, was natürlich nicht schlecht ist. Die Natur. Gibt es irgendwas Besonderes an Raps, was auch andere Leute mal besuchen sollten? Na sicher, es gibt genug. Es gibt schöne Wanderwege, es gibt das Schloss, es gibt den Lindenhof. Der Hauptplatz natürlich. Und Sie sind froh, hier ein Geschäft zu haben? Ich bin schon seit 28 Jahren froh, hier ein Geschäft zu haben. Mittlerweile stehe ich kurz vor meiner Pension eigentlich. Und ich ertappe mich dabei, dass die ganze politische Lage und die rechtliche Lage mich zusehends nervt und mir den Elan und die Motivation und die Freude am Selbstständigsein ein bisschen nimmt. Würden Sie wegziehen von hier? Eigentlich nicht. Mir gefällt sehr gut. Wohnen Sie schon immer hier? Nein, nicht immer. Ich war 9 Jahre auch in Wien. Möchte nicht mehr tauschen. Aber ich glaube, die Lebensqualität ist einfach bei uns so super und so gut, dass man die, also ich schätze sie wahnsinnig. Ich kann zwar nicht von der Schönheit auch nicht abbeißen, wenn ich kein Geschäft mache, ja, aber trotzdem finde ich die Lebensqualität einfach hervorragend. Ich habe heute einen schönen Tag in Raps verbracht, habe mit vielen netten Leuten ein Interview geführt, mir jetzt noch eine heiße Schokolade gegönnt. Jetzt geht's wieder ab nach Hause. Tschüss!